Komm schon ran da. Jawohl, das waren alle. Ich finde es schön, dass wir immer gleich eine Identifizierungsschriftrolle und einen nicht identifizierten Gegenstand droppen. Kannst du ihn nicht aufmachen? Schade. So, hier entlang. Alter, diese Spinnen, die machen Schaden wie Sau. Was sind die für Viecher? Vampire? Boah, ich muss sagen, es gibt, in Australien gibt es ja diese Flughunde, ne? Die sehen echt auch creepy aus. Kommt ran! Und wo sitzt wieder einer? In der Urne. Ey, sollte die Kinder haben oder sowas. Lasst sie nicht in der Urne spielen, das ist nicht geil. Überlegt mal, wenn die sich verschlucken. Die verschluckenden Toten. Obwohl, wäre er dann wieder lebendig? Also, ein Teil von ihm lebt in den anderen weiter. Bah. Lassen wir das Thema. Hardly. Einen halben Hahn. Boah, einen halben Hahn, sehe ich auch Bock drauf. Was zu essen? Schon wieder verzaubern? Ne, lass mal. Muss nicht unbedingt sein. Ich glaube für hier Schützen. Das könnte ein bisschen viel gewesen sein. Komm schon. Da haben wir doch ein paar getötet mit. Lebt unser Vieh eigentlich noch? Oh ja. Ich muss sagen, funktioniert aber echt gut so eigentlich. Erst so den Damage-Verbreiter machen. Das halt alle abbekommen und dann hier rein knüppeln. Wenn es halt bei einem Crit, Crit ist halt bei allen, ne? Wenn du kein Mana mehr hast, dann ist scheiße. Ah, komm schon. Auch noch eine Treppe nach unten, wie gütig. Ich sollte mal gleich weiter leveln. Auch gleich noch weiter. Und wir haben endgültig genauso viel Geschick wie allen anderen Scheiß. Exekutieren ist zwar ganz lustig, aber nein. Schade, dass wir die Speere nicht einhändig nehmen können, wie in Diablo. Was sind das, Spieße? Ich glaube, das sind auch Speere. Alter, hält der aus. Rauf da. Manchmal ist es aber echt knapp beim Live her. Was sind das denn? I. Zielsuchende Bolzen. Ja, ne, ist klar. Das Geile ist bei Viechern, die Ärzte beschwören, du kannst dich Geld dran hochheilen. Vorschlaghammer. Mhm. Ich freue mich.
Okay, man merkt, die Crits heilen einen echt hoch. Komm schon, stirb. Der war assi. Droppt das Ding nochmal so ein Feuerteil, wenn stirbt. Mana-Öffnung. Lol, war das der Boss? War das gerade eben der Boss? Nicht identifizierte Axt. Das ist aber geil. Hier wird auch nicht irgendwo ein Bus warten, oder? Hm. Kurz alles absuchen. Nö. Das war echt der Boss? LOL. Ich dachte echt, der wäre schwerer. Inventar und Begleiterinventar. Nein. Stangenwaffe. Hm. Ödlandring. Rauf da. Drei Teile. Weg da. Kann weg. Kann weg. Gesundheitsherstellung. Nupp. Hm. Vielleicht was Sockeln drin noch. Giftpanzer, Feuerpanzer, Elektropanzer. Plus 18 Mana. Kann eigentlich weg. Kann weg. Kann weg. Behalten wir mal noch. Nett. Vitalität fehlt uns noch, oder Stufe 29. Kann ebenfalls weg. Kommen die beiden auch weg. 163 macht bei weitem mehr Schaden als der Katalysator. Angst, die zurückstoßen und Abzug auf die Chance von Patzern. Wenn wir die verzaubern und sockeln, kommt da mehr bei raus. Seltene Axt, Blutsteinkorn, 30 Schaden. In dem Ziel verzaubern wir einfach noch. Da kommt da noch. Auf Exekutieren. Eisschaden, Giftschaden, Feuerschaden oder Elektrizitätsschaden oder Säureregen. Chaosriss kommt da rein und Exekutieren oder Eis, Gift. 14 Gift, 14 Gift, 14 Feuer, 14 Elektroschaden. Auf exekutieren, ja komm, exekutieren, rein damit. Aufräumen, dann können die weg. Und nochmal aufräumen. Schicken wir dann mal oben los, dann braucht er nicht so lange. War eigentlich irgendwo Verzauberer? Ich hab Verzauberer in der Stadt. Hat schon Vorteile in der Stadt zu verzaubern. P-Go, weg da. Wetten, ich verfluch mich gleich dafür, weil ich irgendwas Geiles weggeschickt habe. Ja, komm, fick dich. Ja, cool. Habe ich jetzt alles? So. Und jetzt gibt's noch da hinten. In der echten letzten Ecke. Warte, warte, warte. Weitere Roboterteile suchen. Kann es sein, dass wir die ganzen Dungeons gleich noch machen dürfen, weil wir die Roboterteile nicht gefunden haben? Oder weil wir die Quest noch nicht hatten, die Roboterteile mitzunehmen? Ich suche kurz was. Inventar. Transport. Schnell zurückgehen. Verzauber ich die Axt noch schnell. Lass es zurücksetzen. Unten ist Verkauf.
Ist der Zauberer? Da ist der Zauberer. Die Nette kommt da rein. Ihr habt Glück. Ja, komm. Beschissen ist sie nicht. Riesiger Heiltrank. Das Glück ist auf eurer Seite. Cool, es gibt einen riesigen Heiltrank. Das Glück ist auf eurer Seite. Riesiger Mana-Trank. Okay, also wenn man die Großen da reinwirft. Gott, was haben wir mehr? Und sowas? Nee, hilft nix. Heiltrank. Gut, die kleinen können wir weghauen damit. Haben wir noch kleine Mana-Tränke? Nein. Großer Heiltrank. Die können wir nicht stapeln? Lol. Wir haben nur noch zwei Identifizierungsschriftrollen. Okay, wenn ihr meint. So, das haben wir. Transport. Was hat der unten? Dynamit. Kaufen wir mal. Fuck, wir gehen nochmal kaufen. Ja, mach mal so. Was hast du da? Interessant. Drachenschild. Eldscharen. Epaulett. Nichts, das, was wir suchen, ne? Wir suchen eigentlich gar nichts. Könnte auch daran liegen. Dass nicht das ist, was wir suchen. Nein. Knochenwüste. Jupp. Und wir zurück teleportieren. Wuhu, wir haben's gleich. Endlich mal die Hauptquest weitermachen. Nach gefühlten 3 Stunden rumlatschen und anderen Scheiß machen. Macht nicht schlecht Schaden. Muss sagen, kann man bringen. Sind alle Gegner wieder gerespawnt. Söldner-Axt, geil. Rettet Mana und Seriphes Maul. Interessant, 233 Schaden pro Sekunde. Ihr habt eine Quest bekommen. Auf geht's. Go, go, Gadget. Oh ja, so mag man es. Gleich mit einer Truhe begrüßt werden. Aber es sieht nicht wirklich freundlich hier drin aus. Oha.
Alter, meine Dinger schaden. Ach, das sind diese Roboter, die das Schaden machen. Mobiler Spawner. Ja, genau. Boah, Alter. Alter. Leicht wird das definitiv nicht. Wenn es jetzt schon so anfängt, ist die erste Stage. Drauf da. Alter, ich kann nicht mal Lebens abziehen, oder? Kann doch, kann man. Puh. Was ist das, bitteschön? Ein totes Vieh ist das. Und Boss. Okay, gleich haben wir ihn. Ezro hier. Gladius. Aha. Langweilig. Alter Vater. Ey, zum Glück habe ich den Ding noch drauf. Hatte ich hier den Elektro-Zauber noch drauf. Mhm. Kurz zurückgehen und heilen. Oh, dieses ist ein drecksmobiler Spawner. Schockturm, aha, interessant. Okay, das ging jetzt aber. Oh. Okay, und da klingelt der Wecker. Bis gleich. Haut rein, Leute.